Die Aufräumarbeiten im von der Flutkatastrophe verwüsteten Ahrweiler sind in vollem Gange. Unsere Reporterin Jennifer De Luca war heute Mittag live vor Ort und konnte das Engagement der freiwilligen Helfer, darunter viele Bauunternehmer, aus nächster Nähe erleben. An der Versorgungsstation vor dem Bahnhof steht unter anderem ein großes Zelt der Lions Clubs Koblenz und Fallenda, welche die Bevölkerung hier mit dringend benötigten Artikeln wie Babynahrung, Hygieneartikel oder Putzutensilien versorgen. Außerdem steht hier auch die große Test- und Impfstation, wo neben Covid-19-Impfungen auch Tetanus-Impfungen verabreicht werden. Gemeinsam mit 10 anderen Städten in ganz Europa hatte man sich beworben. Nun ist die Entscheidung der UNESCO offiziell. Bad Ems wird als Teil der Great Spa Towns of Europe, bedeutende Badestätte Europas, UNESCO-Welterbe. In Bad Ems wurde die Bekanntgabe der UNESCO live verfolgt und mit großer Freude aufgenommen. Bereits 2013 war man gemeinsam mit 10 anderen europäischen Städten, darunter Bath in Großbritannien, Vichy in Frankreich oder Karlsbad in Tschechien, in den Bewerbungsprozess gestartet. Im Gespräch mit der Rheinzeitung hat sich Jürgen Pföhler, der Landrat des Kreises Ahrweiler, gegen Äußerungen von Seiten des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewenz gewehrt, in welchen dieser die Verantwortung für die ausgebliebene Evakuierung des Katastrophengebietes in Richtung Landrat sowie Brand- und Katastropheninspekteur verordnet hatte. In dieser Situation sagte ich ganz klar, gegenseitige Schuldzuweisungen helfen uns überhaupt nicht weiter, so Pföhler. Mehr aus der Region gibt es unter www.tv-mittelrhein.de.